Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standard Berlin. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Juliane Lorenz. Herzlich willkommen. Tag. Sie verbindet etwas ganz Besonderes mit Rainer Werner Fassbinder, der 1982 am 10. Juni, also in 2 Tagen, verstorben ist. Sie waren an seiner Seite viele, viele Jahre, haben die meisten seiner Filme beschnitten, geschnitten, bearbeitet, waren Berater. Und jetzt wollen Sie in Berlin ein Haus machen, in dem man Fassbinder-Filme ständig sehen soll. Darüber wollen wir heute reden. Wie weit ist dieser Plan? Wie war das damals, wenn man in die Vergangenheit springt, Ihr Leben an der Seite von Herrn Fassbinder? Naja, so habe ich das nicht gesehen. Ich war jetzt damals jetzt nicht das kleine Mädchen, obwohl ich noch sehr jung war, das dachte, dass ich an der Seite von dem großen Herrn Fassbinder lebt, sondern, oder arbeitet und dann gelebt habe, sondern wir waren ja beide sehr engagierte Filmkenner, Filmwissende. Er war self-made, self-taught, wie man sagt. Er hat alles sich selbst beigebracht. Autodidakt. Er hatte nicht mal Abitur. Er war ein Unangepasster, er hat wahnsinnige Stücke geschrieben gehabt. Durch meine Familie bin ich mit dem Film mehr oder weniger aufgewachsen. Der Name war mir ja bekannt, aber ich hatte da jetzt nicht so eine besondere Beziehung dazu. Wie sind Sie denn überhaupt in diesen Job gekommen? Ich habe angefangen zu studieren in München, politische Wissenschaften. Aus einem Grund. Das ist ja ganz was anderes. Ich wollte wissen, wie die Politik geht. Sehr naiv war ich damals. Ja. Und wollte auch irgendwas zu tun haben und musste aber auch arbeiten. Das war ganz normal. Und meine Mutter hatte mich damals, die selber auch, sie war eigentlich Schneiderin, aber sie war immer am Weitergehen und hatte dann bei der Bavaria in München Geißel-Gasteig als Synchroncutterin gearbeitet. Und sie hatte mir gesagt, mach doch mal ein Praktikum. Ja, komm doch mal mit. Ne? Komm doch mal mit, kleb mir doch mal die Schleifen, die Synchronschleifen, war ja alles linear. Und dann fand ich das ganz toll und dann vermittelte sie mich an jemanden, der dann eben die Einteilungen in den Schneiderräumen und deren Assistenten machte. Man konnte damals keine Ausbildung machen als Filmeditor, wie wir heute sagen. Ich möchte darauf hinweisen. Das Wichtigste war, dass man da war. Ja, man war dass da. Dass man gesehen genau. wurde. Genau. Und diese Zeit war für mich war eben auch so besonders in München, weil es eigentlich, wir hatten ja noch zwei Deutschland, weil es eben eigentlich die Filmstadt noch war. Und zu der Zeit war gerade Ingmar Bergman da, machte Schlangenei. Billy Wilder, Fedora. Ich fühlte mich im Paradiese. Ich dachte, ich bin im Heiligen Gral. Filmhimmel. Ich bin im Heiligen Gral gelandet. Und dann machte ich aber vorher, wie gesagt, als freie Cutter-Assistentin habe ich dann weiter, nach einer kurzen Ausbildung, wenn man das als Ausbildung bezeichnen kann, bei der sogenannten Chefcutterin der Bavaria, bin ich dann gleich als freie Assistentin auf den Markt gegangen. Politikstudium war nicht mehr. Doch, nebenbei abends. Alles ging alles parallel, das war kein Problem. Aber ich hatte dann eine Cutterin kennengelernt, die einen Film geschnitten hat, den Fassbinder produziert hat. Und sie mochte mich. Ich war irgendwie keck und frech und scheu und alles zusammen. Und sie war schick und elegant mit hohen Absätzen und man war eben revolutionär. Und das hieß auch, man trank Champagner und Cognac. Als Revolutionär. Ja, natürlich. Also ich dachte, was macht die denn da und so. Und dann erzählte sie von einem Herrn, ach weißt du, wir treffen die Mary. Wer ist denn die Mary? Na, das ist der Rainer. Und dann stellte sich heraus, dass sie den nächsten Film, sie hatte schon bei einem Film bei ihm Regieassistenz gemacht. Sie war aber die feste Cutterin von einem Freund von ihm, dem Daniel Schmid, mit dem er auch einen Film gemacht hat, wie Schatten der Engel zum Beispiel, den er produziert hatte. Und dann kam der Rainer in den Schneiderraum. Wieso? Mary? Er hieß Mary in den sogenannten eingewiesenen Kreisen. Und
er kam rein und die Sonne ging auf, für mich zumindest. Wer hat ihn zuerst gesehen? Haben Sie ihn zuerst angeguckt? Er kam ja richtig zur Tür rein und er guckte mich an und setzte sich dann hin und sagte eigentlich nichts anderes außer Hallo. Ja. Und er hat ja immer gearbeitet. Er wollte den ersten sogenannten Rohschnitt, war es ja nie, aber es war ein Rohschnitt von dem Film, dem Chinesisch Roulette, den ich damals eben assistiert habe bei Ila von Hasberg, war die Katastrophe. Wusste er das, als er reinkam? Dass Nein, natürlich, Ila hat mich, man war ja also höflich damals noch und sagte, das ist Juliane. Und er machte einen kleinen Kopfknicks, glaube ich. Er war immer sehr höflich. Ja. Und setzte sich hin und fing immer an zu lachen und wieder das, stand dann auf und sagte, Dankeschön, tschüss. Und weg war er. Und so ging das weiter. Und eines Tages. Und Sie gingen nach Hause und haben was erzählt. Gar nichts. Ich fand den irgendwie unheimlich beruhigend. Ich habe ja viel gelesen von ihm in der Zeitung, wild und das und immer da. Jetzt hat er wieder jemanden. Ja, so, das ist mein Eindruck, den ich natürlich auch habe. Natürlich. Er soll irgendjemandem ein Bierbembel über den Kopf geschüttet haben, stand in der AZ. Das war aber nicht der Mensch, den ich da traf. Der war sehr konzentriert, sehr lustig. Wir sind dann später, also wieder kam es, um die nächsten Schnittphasen zu sehen. Er war ja nie beim Schnitt dabei. Sagte er nur, kommst du mit? Und dann gab es, bei der war ja nur ein Lokal vorne, Geiselgasteig, da ein Grieche, da gab es, und da bestellte er Kartoffeln mit Kaviar. Das hatte ich noch nie gegessen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, revolutionäre Phase. Die revolutionäre Phase. Und Kaviar. Und auf einmal kriegte ich einen Löffel Kartoffeln mit Kaviar zugesteckt. Mit ein bisschen Creme Fraiche obendrauf. Das hatte ich noch nie in meinem Leben gegessen. Und ich fand das entzückend. Und ich fand den einfach dufte. Ja. Super. Hat klasse, da, geil, oder wie man das heute hat nennt. Hat der Kaviar mit Kartoffeln mehr beeindruckt oder Herr Fassbinder? Ich war ich war ohne Urteil, muss ich sagen. Und Sie duzen sich damals alle nein, schon? Nein. Ich war erst mal vorsichtig. Ja. Und er hat Ila hat ganz normal, das ist Juliane, vielleicht hat sie auch Julianchen gesagt, ich war 20 und hatte irgendwie lange Haare bis darunter, ganz in schwarz, heute bin ich wieder ein bisschen schwarz, aber sehr auf intellektuell und sehr schmal und sehr, ich glaube, ich wog damals, wie ich jetzt wiege. Geheimnisvoll war doch die Nummer, intelligent, französisch, intellektuell. Und Politikstudentin. Aber das habe ich alles nicht so rausgehalten. Ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung davon. Ich fand das auch alles ganz langweilig, aber ich habe versucht mitzukommen. Und dann ergab sich das im Laufe. Also er kam dann weiter, der Kaviar war nicht mehr so oft, aber es kam dann der nächste. Aber die Besuche waren öfter. Er bereitete ja schon für die Bavaria den nächsten Film vor. Das war dann Bollwiese, ein richtig ordentlicher zweiteiliger Fernsehfilm, der dann später noch eine Kinofassung hatte. Und er wurde richtig fordernd und sagte dann eines Tages zu Ila, das war ja alles immer zack, 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 zack. Man hat einen Film er hat ihn in 20 Tagen gedreht, parallel wurde geschnitten. Er war parallel mehr oder weniger dann kurz darauf. Workaholic, würde man heute sagen? Nein, ein Liebender, ein Schaffender, ein Kreierender, der nicht locker lassen konnte, seine Welt zu gestalten und die Menschen um ihn herum. Das war sicherlich was Besonderes bei ihm. Wenn er jemanden sehr mochte oder wenn er mit jemandem einen Zugang hatte, dann ließ er den nicht mehr los. Und das muss wohl ziemlich früh, ich war eine neue Generation, würde ich sagen. Und ich beobachtete ihn sehr genau und habe mich manchmal auch getraut, Meinung zu einer Szene was zu sagen, ohne dass ich gefragt wurde. Wir befanden uns in einer anderen Zeit, möchte ich noch sagen. Das war 1976. Und er guckte mich an und lachte. Und sagte, das ist ja gar nicht schlecht. Da hat mich auf einmal einer wahrgenommen. Ich durfte mitsprechen, mitreden. Und das war der große Meister selbst. Ja, das war für die anderen. Ich habe ihn nicht als Meister gesehen, sondern er war für mich, er war 10 Jahre älter als ich und das war ein alter Sack. Habe ich mal gedacht. Ich habe einmal zu ihm gesagt, du bist ein alter Sack. Dann sagte er, Sack schon, aber nicht alt. Also das war für mich. Er war gerade 30, oder? Genau. Was, ne? Er wurde gerade 30.
Hat ihm das so gefallen, wie Sie mit ihm umgegangen sind? Ja, das hat ihm gefallen. Das mit dem alten Sack habe ich erst später gesagt. Habe ich erst später gesagt. Das habe ich nicht gleich am Anfang gesagt. Also so, wie das heute mit den Kids ist, die gleich, hey du Alter und so. Nein, nein, ich hatte schon Respekt. Ja. Das weiß. Er hatte ja immerhin über, er hatte schon 25, 26 Filme gemacht, glaube ich. Und ich kannte nur einen. Und das war Angst, Essen, Seele. Wann war denn das? Da mussten Sie sich entscheiden, bleibe ich jetzt in diesem Geschäft oder mache ich das Studium weiter und kümmere mich um die Tiefen und Höhen der Politik, statt um die Sequenzen auf dem Tonband oder wie hieß das, wie heißt das fachmännisch? Auf dem Perfo. Auf dem Perfo. Perfo ja, da mussten Sie doch irgendwann mal sich entscheiden. Hat er Sie gefragt? Wollen Sie oder willst du? Er hat mich überhaupt nichts gefragt. Nee? Er hat einfach Sie waren da. Er hat beschlossen, er hat den Produktionsleiter des nächsten Films mitgeteilt. Ich habe die Assistentin schon. Da war die Katharin auch klar, das war Ela. Ja. Und dann kam er und sagte, ja, ihr macht den nächsten. Ja. Punkt. Da wurde ich doch nicht gefragt, ob ich kann. Und ich wäre auch blöd gewesen, wenn ich gesagt hätte, nein, ich muss studieren. Das war ja das Leben. Das war ja wirklich learning by doing. Und dann kam es eigentlich erst sozusagen zu einem Moment des Erwachens, als dann Ela von Hasberg gesagt hat, sie geht nach Amerika und wollte den nächsten Film, den großen, großen Film, den er da machen sollte, der war alles schon zu der Zeit in Vorbereitung, Bavaria, der hieß Despair, eine Reise ins Licht, mit als Hauptdarsteller Dirk Bogart. Kein Mensch kennt den, aber Dirk Bogart war das der Star meiner Kindheit, meiner Jugend, The Servant, dieser wunderbare Schauspieler, englische Schauspieler, klug, gebildet, hat auch ein Buch geschrieben übrigens. Und da kam er rein und sagte, übrigens, ich habe jetzt schon gefragt, du könntest dann auch die Assistenz machen. Der Film wird aber in Englisch gedreht. Das war für ihn wichtig. Und in Amerika? Nein, der wurde in Bavaria. Ah. Das war die große Hollywood-Zeit von Bavaria in dieser Zeit, wenn ich mal das so sagen darf. Da kam auch Liz Taylor und ihr Herr Burton vorbei. Und da waren vorbei. Ihre Weichen dann plötzlich gestellt. Und dann waren die Weichen gestellt. Ja, und wie sie dann weitergehen, darüber reden wir nach einer kurzen Werbepause weiter. Darauf sind wir sehr gespannt, wohin die Weichen uns denn führen. Ja, bleiben Sie dran, kurze Werbepause. Und da sind wir wieder da mit Juliane Lorenz. Sie hat die meisten der Fassbinder-Filme geschnitten. Und wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es dazu kam. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Die haben Sie auch im Buch irgendwo geschrieben. Ja, auch das halt erzählen wir Ihnen nach der Werbepause. Sie können schon mal Papier und Bleistift holen. Dann sagen wir, wie das Buch heißt. Bis gleich.